Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ich überlege gerade, wenn wir schon mal hier stehen. Ne, das wäre zu früh. Das wäre zu früh, wenn wir jetzt schon schlafen. Das sollten wir so weit wie möglich ausreizen. Also, geben wir Gummi, setzen unsere Tour fort. Ich habe nochmal den Spielesound ein bisschen leiser gemacht. Über die Grenze bzw. Mautstation sind wir rüber. Jetzt geht es hier über diese Brücke. Da hinten säuft gerade ein Flieger im Meer ab. Alles top. So stellt man sich das Leben vor, ne? Da fliegt man im Urlaub und dann setzt so ein Ozean ein jähes Ende. Schicksal. Das so komisch aufploppt, finde ich ein bisschen merkwürdig. Gut, egal. Wir geben Gas. Wir haben ja immer noch 2649 Kilometer vor uns. Das ist eine Menge Holz. Wir gucken auf dem nächsten Rastplatz übrigens mal, ob das alles über Land ist oder ob wir da noch irgendwo eine Fähre zwischen haben. Aber ich glaube mal nicht. Was ist das überhaupt für eine Stadt da hinten? Kaiserslautern? Nee. Was war denn das? Ich habe das jetzt so schnell nicht. Ich fahre mal langsamer. Kopenhagen. Dann Kaiserslautern. Da vorne haben wir die Möglichkeit zu schlafen. Das werden wir aber wieder ausschlagen. So, wer folgt uns? Wer überholt uns? Der Lehmann. Immer der Lehmann, da dieser One Flotter, dass der uns überholt, ne? Okay, so, rechts rum. Aufpassen, dass wir nicht umkippen. Das würde ich nämlich bombig hinkriegen. So, aus dem Scheitelpunkt der Kurve heraus beschleunigen. Okay. Da steht wieder Politity. Alter, die haben hier alles abgesperrt. Sind die denn Jack? Feuerwehrpolizei. Ein Kranwagen. Naja. Du bist auch ein Abenteurer, ne? Immer flott unterwegs, so muss das sein hier. Nicht, keine Müdigkeit vortäuschen, Gummi geben. So, und in diesem Sinne haben wir schon wieder 5 Minuten verbaselt. So schnell kann das gehen.
Und wie immer, Däumchen, wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Abo kostet euch gar nichts. Ihr könnt auch jederzeit wieder raus. Das heißt, Kanal abonnieren. Wenn ihr sowieso ständig zuschaut. Wenn nicht, könnt ihr auch abonnieren. Dann dürft ihr gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Da bin ich dann ab und zu auch mal unterwegs im ETS 2 oder Landwirtschaftssimulator 19. Wer Lust auf LS 19 und Roleplay hat, unten in meiner Videobeschreibung gibt es einen Link zu Chaos Farming. Auch dort könnt ihr natürlich ein Däumchen und ein Abo dalassen. Da wiederum gibt es eine Teamspeak-Adresse, die ihr anklicken könnt. Und dann könnt ihr dort mit uns quatschen. Rainer oder Patrick anschreiben, wenn ihr dann im Team dabei sein wollt. So, wir kommen jetzt zur Startnummer 1. Dreimal gewählt, bitte nicht wieder wählen. Gut. Gut, hier fahren wir ab. Ich überlege gerade, was das da vorne ist. Und vor allem, ob wir noch pünktlich den nächsten Rastplatz erreichen. Ich meine, wenn, dann wäre es ja jetzt genial, ne? 16 Uhr, 9 Stunden pennen. Überlegen wir gerade, ob wir das machen oder ob wir einfach den nächsten dann anfahren. Obwohl, geht's ja. Da müssen wir gleich erstmal auf die Fähre. So sieht das aus. Da nehmen wir natürlich keinen Rastplatz mit. Das wäre also vertane Zeit. Auf jeden Fall. Es ist schön, dass du tanken fährst. Ja, müde bist du? Klasse. Perfekt. Besser geht's auch gar nicht. Das war noch gelb. Schauen, wo wir hier lang müssen. Außen drum herum, weil da drunter werden wir nicht durchpassen. Das ist so perfekt jetzt gerade. Das ist das absolute Timing, ey. Ja. Ist ja gut. Wir werden jetzt ein paar Stunden auf dem Schiff sein. Da kann man schon mal wieder ein bisschen Energie tanken. Wir können nur bis nach Rostock eine Stunde. Das ist jetzt kilometertechnisch nicht so viel. Aber ein bisschen Zeit doch wieder rausgeholt, ne? So. Wenn du das nächste Mal gähnst, wie gesagt, ein bisschen Energie haben wir jetzt wieder. Reicht eventuell bis zum nächsten Rastplatz. Und da werden wir dann natürlich Schläfchen einlegen, wenn das Timing weiter so passt, wie wir es bis jetzt hatten. Alles gut. Ganz ehrlich, ich mag diesen Iveco. Der gefällt mir.
Angriffsspur schon mal. Ich finde das so schön mit diesen Stadtsilhouetten, was sie jetzt hier gemacht haben. Das ist schon Daumen hoch, SCS, ganz ehrlich. Gucken wir uns das mal aus der Ferne an. Herrlich, oder? Gucken wir eben was nach. So, hier sind wir jetzt. Und hier wird es erstmal da eine Tankstelle geben und einen Parkplatz. Das ist ein bisschen. Was sollten wir aber in dieser Folge eventuell noch schaffen? Ich werde gleich ein bisschen Gas geben. Ich sehe die Ampel nicht. Ach, jetzt fährst du dann doch weiter. Alter Schwede, du, das ist aber auch ein... Diese KI hier, du, erst halten sie an, gaukeln einem vor, dass sie einen durchlassen wollen, und dann geben sie Gas. Ein hinterlistiges Volk. Boah, war knapp. Das war knapp, Freunde. So, dann fahren wir jetzt bis zur nächsten Tanke. Da werden wir schlafen, schön mit Benzinduft in der Nase. Und dann wachen wir morgen früh lustig wieder auf. Ja, ich denke, zeittechnisch könnte das so in etwa hinhauen, was wir vorhaben. Lass mal ein paar Meter geradeaus hier. Schönes Wetter. Thermometer gerade sagt, in der Wohnung 24 Grad, draußen 22. Es ist windig ohne Ende. Ein bisschen ekelhafte Luft, ja. Der denn da hinten drauf? Oh Mensch, kann man auch machen, ne? Ganz schön flott unterwegs mit seinem Anhänger. Da wundern sie sich, wenn es knallt. So, rein vom Gefühl her müsste gleich die Tanke kommen, an der wir anhalten. Wir sind knapp bei 14,5 Minuten. Mal schon den Blick aufs Navi.
Folge überziehen ist ja nicht schlimm. Aber wichtig ist, dass, also vom Timing her meine ich jetzt, dass das so mit seiner Gähnerei, mit den Schlafensphasen und so weiter, dass das alles passt. Ja, und was soll ich sagen? Wir haben 15 Minuten 40 Sekunden weg. Da vorne ist nur eine Abfahrt. Zieht sich noch ein bisschen mit der Raststätte. Aber da ist er. Er gähnt bis jetzt noch nicht, von daher passt das. Wir werden dort anhalten, schlafen, Folge beenden. Ihr habt ja 2 Minuten mehr bekommen. Alles tipptopp. Ich bin schon dran vorbeigefahren? Nee. Manchmal kommt man doch so ins Grübeln, ne? Passt perfekt, er gähnt. Wir haben Rastplatz in der Nähe. Was will man mehr? Auf diesem Rastplatz haben wir auch schon ein paar Mal gestanden. Kommt mir alles so bekannt vor, auch schon mit längeren Frachten irgendwie. Ja, in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, Leute, bleibt gesund. Ich freue mich, wenn wir uns morgen früh wiedersehen bei der einer neuen Folge. Bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut.